Da hat der Michael Wendler mal eben in 50 Sekunden seine komplette Karriere in die Tonne gekloppt. Für was? Fragt man sich ja vielleicht, wenn man das gesehen hat. Dafür, dass er jetzt Anerkennung bekommt, die er vorher nicht bekommen hat. Ich meine, wenn man Michael Wendler ein bisschen verfolgt hat, dann kommt man nicht umhin festzustellen, dass er für viele Menschen in Deutschland eine Lachnummer war mit seiner Laura. Und dass ihn kaum noch jemand ernst genommen hat. Also im Schlagerbusiness bestimmt, aber das Schlagerbusiness ist ja auch etwas, was von vielen belächelt wird. Und er hatte das Thema Oliver Pocher und da gab es schon viel Tamtam. Wenn Menschen sich nach Anerkennung sehnen und sie bekommen diese Anerkennung nicht von den Menschen, von denen sie sie gerne hätten, aber andere sind da und sind bereit, ihnen diese Anerkennung zu geben, dann ist die Versuchung sehr groß, sich diesen Menschen anzuschließen. Ich sage jetzt nicht, dass das bei Michael Wendler der Fall ist, aber es ist jetzt auch nicht so gänzlich unwahrscheinlich. Ja? Die Frage ist immer, was kriegt jemand dafür, wenn er dafür wirklich seine komplette Karriere ruiniert? Komplett. Das ist mit Logik nicht nachzuvollziehen, aber es ist nachvollziehbar, wenn man auf die psychische Ebene geht, wenn man sich die Themen Selbstsicherheit oder Selbstunsicherheit anguckt, wenn man sich die Themen Sehnsucht und Wunsch nach Anerkennung anguckt, wenn man all diese Dinge in Betracht zieht, dann macht das Ganze Sinn. So, Tag 2 mit meiner neuen Frisur. Ich gewöhne mich dran. Und natürlich habe ich auch schon einen sehr merkwürdigen Kommentar bzw. eine E-Mail bekommen wegen meiner Haare. Es ist Sonntag und gerade ist die letzte Session von meinem aktuellen Online-Workshop Selbstbestimmt Leben zu Ende gegangen. Und das ist immer hart, die letzte Session. Dann merkt man so in der letzten halben Stunde, wie bei den Teilnehmenden und auch bei mir so ein bisschen Nostalgie aufkommt, weil man, auch wenn man in Anführungszeichen nur online miteinander arbeitet, für 6 Wochen doch sich sehr gut kennenlernt und sich sehr viele Dinge voneinander erzählt und auch preisgibt und miteinander lacht und auch manchmal miteinander weint und geheime Gedanken teilt und man wächst und gedeiht und das ist toll. Und dann ist irgendwann halt vorbei. Und das ist schade, auch wenn es so sein muss. Ja, jetzt werde ich noch ein bisschen trauern und den Tag genießen. Und mich vorbereiten, weil heute Nachmittag startet mein kleines Experiment, narratives Coaching, Biografiearbeit. Und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf, wie das wird. Da freue ich mich wie Bolle. Und bis dahin gehe ich mal gucken, wie viele Leute jetzt schon meine Haare kommentiert haben. Musst nicht weggehen. Guck mal, ich stehe jetzt im Bild. Und da rennt er aus dem Bild. Ich wollte eigentlich nur kurz sagen, dass ich gerade die erste Einheit vom narrativen Coaching Biografiearbeit mit meinen 5 tollen Teilnehmern online gemacht habe und dass das Mörderspaß gemacht hat. Echt, das war geil. Ich bin gerade wieder unterwegs in philosophischen Betrachtungen und habe mich nochmal an David Hume erinnert, ein Philosoph des 18. Jahrhunderts. Und David Hume hat sich damit auch befasst, wie Moral und Vernunft und Wille miteinander zusammenhängen. Das ist ja zurzeit eine sehr interessante Frage. Man kann sagen, seine Quintessenz ist, der Verstand rechtfertigt die Entscheidungen, die der Wille treffen will.
Und damit meint er letztlich, dass wir uns erst entscheiden, was wir glauben oder glauben wollen, und dann unseren Intellekt nehmen, um diese Entscheidung zu rechtfertigen. Und das ist eigentlich das genaue Gegenteil zu dem, was zum Beispiel Kant propagiert hat. Der hat gesagt, erst kommt die Vernunft und aus der Vernunft heraus entwickeln sich die Dinge. Jetzt kann man sich mal fragen, wie es zurzeit heute läuft, wenn wir uns so umschauen in der Welt oder in Deutschland. Ist da erst die Vernunft, aus der heraus die Dinge entschieden werden? Oder ist da erst der Wille und der Verstand wird von mir eingesetzt, um das zu rechtfertigen, was ich will? Was meint ihr? Habt ihr schon mal vom Konzept des Teachable Moment gehört? Das ist der Moment, in dem es mir total leicht fällt, etwas zu verstehen oder zu lernen. Also ein Moment, der das möglich macht. Wir könnten es vielleicht auch Aha-Moment nennen. Also wenn etwas passiert und bei mir fällt alles so innerlich an den richtigen Platz und ich weiß auch auf einmal, wie ich mich verändern kann, wie der Weg sich gestalten kann, wie ich vielleicht auch etwas loslassen kann. Das alles macht der Teachable Moment. Und da gibt es große und es gibt aber auch total kleine. Und ich glaube, ich hatte diese Woche so einen Teachable Moment, dank eines zweier sehr guter Gespräche, die ich geführt habe. Wie ist das bei euch? Thank you.